Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Staatliche Kunsthalle Baden-Baden. Sie haben ja alle mit Ihrer Ausstellung, mit Ihrer Ausstellungsgeschichte das Haus geprägt und die Ausstellungsgeschichte auch gemacht. Und ich merke ja, wenn man herumfährt und irgendwo spricht von der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und was alles hier gewesen ist, dann sagen Leute ja, ach ja, und daran erinnere ich mich und ja, und das war ja auch eine tolle Ausstellung. Und das ist ja eigentlich nur ein Kapital, das man verwalten darf, das von Ihnen alle gemeinsam auch aufgebaut wurde. Und deswegen freut es mich sehr, dass Sie das auch hier sozusagen anerkannt haben. Palermo 1970, das muss schon radikal gewesen sein, für die Bürger in Baden-Baden zu dieser Zeit, hier hochzukommen und an einen Raum zu stehen, wo die Wände weiß sind und wo da oben ein blauer Streif ist. Und das soll Kunst sein. Wie haben Sie es eigentlich Ihnen verkauft? Da war nichts zu verkaufen. Es war ja nichts da. Er kam und nahm die Leiter, stieg hinauf und malte sein blaues Band. Und die Baden-Badener Bürger haben vielleicht gar nichts gesehen in diesem Raum. Sie saßen nicht, sie standen und gingen dann ein paar Räume weiter, wo auch andere Künstler in der Reihe dann ihr Debüt abgaben. Aber es war keine Frage, man hat Palermo sofort, ja, soll ich sagen, einen Respekt bezeugen können, weil man sah, das ist die unaufwendigste Sache und hatte doch durch die Schließung dieses Raumes mit dem blauen Band 15 cm hoch das Gefühl, hier bin ich zu Hause, es ist die Kunsthalle. Benona interessierte mich, weil ich Italoman bin, das ist schon krankhaft nahezu. Und ich sah, man guckt ja gelegentlich in den Kalender, in den Ausstellungskalender, dass er eine Ausstellung bei Amann in Luzern hat und das ist von hier ja nur ein Katzensprung. Ich bin da hingefahren, war begeistert, habe mich informiert und dann habe ich ihn eingeladen, das zu machen, was er machen wollte. Und er wollte, und das hat er auch in anderen Museen oder Ausstellungshallen, Galerien ja vorher schon getan, seine Außenhaut im Sinne der Identifikation mit dem Raum, in dem er arbeitet, zu der Innenhaut des Gebäudes zu machen. Und deshalb hat er seine Haut in Vergrößerung, also erstmal fotografiert, in Vergrößerung auf die Wand projiziert und diesen und den nächsten Raum völlig zu seinem Raum gemacht und damit gesagt, das ist meine Welt. Die Möglichkeit, konzeptuelle Vorstellungen wie Solowit zum Beispiel oder andere, die ja dann hier aktiv waren, dass die Wände bearbeiten, die war eigentlich ziemlich durchgesetzt. Wohingegen die mit der Malerei als Experiment, das war noch schwierig. Und mich hat eigentlich diese Frage interessiert, wie weit kann man mit der Malerei als Experiment gehen? Die Jahre jetzt von 1999 bis 2005 waren in vielerlei Hinsicht auch ein Übergang. Also wir hatten zum Beispiel 2003 große Umbauten hier in den Räumen und wollten aber trotzdem die Räume benutzen. Und insofern ist man dann an die Wände gegangen, auch mit einer gewissen Respektlosigkeit, beziehungsweise hat sich es einfach sozusagen auch die Baustelle zu Nutzen gemacht. Das war konkret durchaus so bei der Ausstellung von Corinne Wasmuth. Das war die erste große monographische Ausstellung. Hier hinten an der Wand, die ganze Wand genau. Und besetzt hat, sozusagen über die Treppe. Genau, und sie hat dann tatsächlich zwar mit Hilfe, ich glaube, von zwei ihrer Studentinnen wirklich also zwei Wochen lang auf dem Gerüst selber gestanden. Sie ist ja wirklich jemand, der diese riesigen Bilder, diese riesigen Bildflächen tatsächlich zum allergrößten Teil selber mit dem Pinsel bewältigt. Und das Thema war da schon auch aus ihrer Ölmalerei hervorgegangen, nämlich wie im Grunde genommen so etwas Festes wie die Wand, wie das zersplittert wird. Wir haben die Wände, die über
fast 100 Jahre eben immer wieder überstrichen wurden und dadurch eine sehr pickelige Struktur hatten. Die haben wir geklättet und ich weiß noch genau, wie ich dieses Vorhaben der Renovierung meinen Mitarbeitern erklärt habe, kam Frau Teuber, die Frau von Herrn Teuber, die seit vielen Jahrzehnten eben hier die Ausstellung besucht, sehr ermahnend auf mich zu und hat gesagt, Frau Kraus, Sie werden doch nicht vorhaben, die Wände abzuschlagen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da für ein Kapital darunter herrscht. Und ich habe sie nur ganz groß angeschaut, wenn der Sache dient, schlage ich die Wände schon ab. Und dann war es eben so, dass das Abschlagen der Wände viel zu teuer geworden wäre und wir dann eben uns entschieden haben, dass die Wände überspachtelt werden. Und eben ein paar Jahre später ging dann der Herr Teuber eines Morgens nach oben und war ewig verschwunden, dachte, was macht er denn da oben? Und auf einmal kommt er runter und hat eben so ein Stück Wand in der Hand und hat gesagt, ich habe sie gefunden. Und dann habe ich gesagt, wen? Die Palermo-Farbe. Aber möglicherweise ist es ja auch der Mittendorf. Egal welcher Generation oder wie erfolgreich die war, egal ob das der Baselitz war, ob das der Büren war, ob das ein ganz junger Künstler oder Künstlerin wie die Nairi Bagramian war oder Stephen Prina. Es war für alle Künstlerinnen und Künstler immer wieder eine ganz große Herausforderung, ein ganz, ganz spezielles Projekt zu machen. Und eigentlich gab es in meiner Ära kaum eine Ausstellung, in der nicht mindestens eine Wandmalerei war.